Oft wirkt es vielleicht abstrakt und surreal, dass die Rechtsextremen in Europa tatsächlich wieder an die Macht kommen könnten. Doch die Gefahr, die von rechts ausgeht, ist absolut real. In einigen deutschen Bundesländern würden aktuell über 30% die AfD wählen. Eine Partei, die mich nicht mehr in diesem Land, nicht mehr auf diesem Kontinent haben möchte. In anderen europäischen Ländern ist genau das schon eingetreten. In Italien beschließt Meloni jetzt schon, Geflüchtete länger in Abschiebehaft zu halten und kriminalisiert homosexuelle Menschen. Und das, während Viktor Orban in Ungarn Dinge sagt wie: Nur weil ein Staat nicht liberal ist, kann er noch immer eine Demokratie sein. All das zeigt, wie groß die Gefahr von rechts tatsächlich ist. Wie groß die Gefahr von rechts für die Demokratie ist. Doch es zeigt eben auch, dass wir alle eine Mitverantwortung haben. Eine Mitverantwortung dafür, wie es mit Europa weitergeht. Ob wir weiterhin in einem freien und vielfältigen Europa leben oder nicht. Meloni in Italien wurde gewählt, genau wie Viktor Orban in Ungarn gewählt wurde. Wir alle haben das Recht zu wählen und darüber zu entscheiden, wer uns regieren soll. Und eins möchte ich hier ganz klar sagen. Wenn die Rechtsradikalen gewählt werden und an die Macht kommen, dann wird es das Europa, das wir kennen, so nicht mehr geben. Gerade für Menschen wie mich, die eine Migrationsgeschichte haben, wird es dann unsicherer. Schon jetzt wird der Rassismus in der Gesellschaft größer. Und als Mensch mit Migrationsgeschichte wird man verstärkt ausgegrenzt. Man wird angefeindet, nicht ernst genommen, so behandelt, als würde man nicht dazugehören. Allein 2022 gab es bei rechten Gewalttaten gegen Menschen mit Migrationsgeschichte einen Anstieg von 16,3%. 16,3%. Und das zeigt, wenn die Rechtspopulisten stärker und der Rassismus in der Gesellschaft größer wird, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit für rechte Gewalt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen wie mir etwas passiert, wird größer und größer. Doch in was für einem Europa wollen wir leben? In einem Europa, das ausgrenzt, diskriminiert und unterdrückt? Oder wollen wir in einem Europa leben, in dem Demokratie, Vielfalt und Solidarität tatsächlich gelebt werden? Genau darum wird es bei den anstehenden Europawahlen gehen. Wir alle müssen diese nutzen, um dem Hass von rechts etwas entgegenzusetzen. Wählen gehen, das ist ein Recht und ein Privileg, das wir drei erst seit diesem Jahr haben. Ihr alle dürftet schon zigmal wählen gehen. Und ihr als Teil der älteren Generation seid die Mehrheit. Ihr habt bei den Wahlen die größte Entscheidungsmacht und nicht wir. Und nun könnte man natürlich sagen, wählen gehen, das bringt am Ende doch sowieso nichts, dadurch verändert sich ja auch gar nichts. Und ja, ich kann diese Zweifel angesichts der ganzen Krisen, die wir aktuell erleben, wirklich verstehen. Es wäre leicht, jetzt einfach den Kopf in den Sand zu stecken und Europa aufzugeben. Aber wir als junge Generation können uns genau das nicht leisten. Wir sind darauf angewiesen, dass wir alle als Gesellschaft etwas gegen diesen Rechtsruck tun, denn es ist unsere Zukunft, die hier auf dem Spiel steht. Also nein, ihr dürft jetzt nicht einfach den Kopf in den Sand stecken. Wenn ihr wirklich wollt, dass auch wir jungen Menschen in einem freien Europa leben können. Wenn ihr wirklich wollt, dass auch Menschen mit Migrationsgeschichte wie ich in einem sicheren Europa leben können. Die Gefahr, die von rechts außen ausgeht, ist real. Doch die Macht, die wir mit unseren Stimmen haben, ist es auch. Also lasst uns gemeinsam ein freies Europa wählen. Wir drei das erste Mal für Europa wählen. Wir werden für das Europa einstehen, das uns alle etwas angeht. Und ich freue mich, diese Verantwortung zu übernehmen und für ein Europa zu kämpfen, das ich mir nicht nur als 16-Jährige wünsche, sondern das ich mir auch schon als kleines Kind gewünscht habe. Dieses kleine Ich ist immer noch sehr präsent in meinem Kopf. Es versteht nicht viel von der politischen Realität, aber es vertritt Werte, hat Gefühle und eine Meinung. Dieses Kind ist interessiert, neugierig und hat den Willen zu ändern, was ihm nicht passt. Und doch wächst dieses Kind in einer Welt auf, in der Klimakatastrophen, Flutkatastrophen, sterbende Menschen im Mittelmeer und Kriege die Realität abbilden. Das kann und muss geändert werden. Doch wenn wir nichts tun, dann wird sich nichts ändern. Denn wir leben in einem demokratischen Europa. Was bedeutet, auf uns kommt es an. Am Ende müssen wir uns selbst im Spiegel erkennen können und sagen, dass wir für die Werte eingetreten sind, die uns wirklich etwas bedeuten.
Und ich glaube, dass, wenn wir das zulassen, auch wirklich in der Lage sind, etwas zu tun und gleichzeitig auch unserem inneren Kind treu zu bleiben. Etwas anderes bleibt uns kaum übrig, denn seit dem Angriffskrieg in der Ukraine und dem Israel-Gaza-Krieg muss Europa große Verantwortung übernehmen, um für Frieden zu sorgen. Ich dachte früher, dass es in einer Demokratie keinen Krieg geben darf. Angesichts der weltpolitischen Lage ist mir bewusst, dass das leider nicht geht. Aber ich hatte diese Hoffnung, diese Idee von unserer Welt, und dafür sollten wir kämpfen, für ein Europa ohne Krieg. Mit diesen Idealen werden wir die Welt nicht retten können, aber wir können sie als Inspiration für den gegenseitigen Austausch verstehen. In gemeinsamen Diskursen können wir so vielleicht auch neue, unpolitische Menschen politisieren für den Kampf gegen die Gleichgültigkeit. Meine Generation hat Erwartungen. Erwartungen an das Leben, an die Arbeitswelt und an Europa. Wir erwarten, dass beschlossene Gesetze und Richtlinien auch wirklich durchgesetzt werden, dass der Green Deal eingehalten wird und dass die EU dafür sorgt, dass die nächsten Generationen in einem friedlichen Europa leben können. Also geht zur Wahl für unsere Generation. Wähle für uns und vor allem wähle für dich. Demokratie, Freiheit und Solidarität. Das sind die Grundsätze der Europäischen Union. Und dieses Jahr ist es wieder an der Zeit, das Europäische Parlament zu wählen. Wir wählen dieses Mal, wie Europa voranbringen soll. Wie Europa vorangebracht werden soll. Doch irgendwie spürt man die Euphorie, die hierfür angemessen wäre, momentan kaum. Denn obwohl doch so riesige Möglichkeiten vor uns liegen, ist dort dieses lähmende Gefühl. Das Gefühl der Hilflosigkeit, der Schockstarre, das sich langsam aber sicher in meiner Generation breit macht. Wir sehen tagtäglich, wie viel Schlimmes auf der Welt passiert. Unsere Zukunft steht vor riesigen Problemen. Und wir versuchen, diese Probleme zu lösen. Doch sobald man nur an eine Lösung denkt, fühlt es sich an, als würde man gegen die Wand der trägen Masse rennen. Aber eben hier hatte die Demokratiewelle, die Anfang dieses Jahres durch Deutschland gezogen ist, geholfen. Plötzlich standen nämlich nicht mehr alle nur da und haben zugesehen. Dieses Jahr sind Millionen Menschen in Deutschland auf die Straßen gezogen, um zu zeigen, dass die große Mehrheit in Deutschland eben mit der demokratischen Werte steht und bereit ist, für sie zu kämpfen. Und eben genau diese Welle der Entschlossenheit müssen wir auf die Europawahl übertragen. Denn über allem stand der Gedanke des Nie-Wieders. Und eben genau dieser Gedanke des Nie-Wieders steht auch über Europa. Wir wollen all das, was vorher war, nie wieder. Wir wollen keine harten Grenzen in Europa. Wir wollen gemeinsam in Frieden zusammenleben und Europa gestalten. Denn das gemeinsame Streben nach Demokratie ist es, was die Europäische Union zusammenhält. Eure ältere Generation kennt ein getrenntes Europa besser als wir. Und deshalb steht eben ihr noch viel mehr in der Verantwortung, etwas zu tun. Deshalb mache ich es hier ganz konkret. Ihr habt weiterhin die weiße Wahlmacht. In euren Händen liegt die Zukunft Europas. Es liegt in euren Händen, ob uns Europäer krisennäher zusammenbringen oder uns spalten werden. Diese Wahl ist etwas Besonderes. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen das erste Mal bei einer überregionalen Wahl in Deutschland mitwählen. Wir alle dürfen wählen. Und diese Wahl gibt uns endlich die Möglichkeit, erneut aus unserer Hilflosigkeit zu erwachen. Denn diese Wahl gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns einbringen dürfen, sollen und werden. Und ist es nicht unglaublich, wie weit wir bereits gekommen sind? Aus einem durch einen eisernen Vorhang getrennten Europa ist eine Gemeinschaft geworden. Eine Gemeinschaft der Hoffnung. Denn wir leben gerade jetzt in einem Stück Utopie der Vergangenheit und dürfen deshalb nicht aufhören, für ein besseres Europa zu kämpfen. Denn das hat die Geschichte auch gezeigt. Veränderung wird aus Hoffnung geboren. Also, lasst uns gemeinsam glauben, dass das Europa, das wir anstreben, möglich ist. Lasst uns generationenübergreifend einstehen für ein blühendes, offenes, buntes, starkes, freies Europa. Denn wann, wenn nicht jetzt? Und wer, wenn nicht wir? Wir müssen die Hoffnung haben, dass wir die Welt, in der wir leben, verändern können und werden. Also, geht auf die Straße, geht wählen, geht kämpfen für die Welt, in der ihr leben wollt. Wir müssen Veränderungen wagen und anstreben und die Welt, in der wir leben, formen.
Lasst uns in einem Europa mit Entschlossenheit leben. Einem Europa der Demokratie, der Freiheit, der Solidarität. Lasst uns in einem Europa der Hoffnung leben.